Barca droht Transferärger. Mit der Verpflichtung von Abwehrtalent Santiago Ramos Mingo von Boca Juniors droht dem FC Barcelona nun Ärger. Wir werden prüfen, wer dafür verantwortlich ist. Der Spieler kann nicht ablösefrei sein, sagte Boca-Präsident Jorge Amor Amial am Mittwoch. Der FC Barcelona soll Boca zudem nicht über die Verhandlungen mit dem Innenverteidiger, der einen Dreijahresvertrag unterschrieben hat, informiert haben. Der Youngster besaß bei Boca noch keinen Profivertrag und bestritt noch kein Pflichtspiel für die Argentinier. Ex-Bayern-Star wollte Ribéry und Robben holen. Bis vergangenen Sommer spielten Franck Ribéry und Arjen Robben noch gemeinsam beim FC Bayern. Robben hat seine Karriere inzwischen beendet, Ribéry wirbelt hingegen beim AC Florenz weiter, allerdings fehlt er aktuell verletzt. Wenn es nach Marc von Bommel gegangen wäre, hätten die beiden Oldies aber weiter gemeinsam dribbeln dürfen. Ja, ich wollte Robben und Ribéry zu Eindhoven holen, sagte Van Bommel im Interview mit der Sportbild. Den Grund liefert der ehemalige Coach des PSV Eindhoven auch. Zwei so routinierte Weltstars hätten mit ihrer Qualität und Vorbildfunktion meinem jungen Team gut getan. Klopp gratuliert BVB zu Can-Transfer. Borussia Dortmund hat von einem prominenten Ex-Trainer ein Lob für den Transfer von Emre Can bekommen. Ich freue mich für den BVB und Emre Can. Das ist eine Win-Win-Situation, sagte Jürgen Klopp der Bild. Emre ist bei einem Club, der wie die Faust aufs Auge zu ihm passt. Klopp hatte mit ihm bereits beim FC Liverpool zusammengearbeitet. Der BVB hat einen Top-Jungen, einen tollen, vielseitigen Fußballer. So Klopp weiter.